Fliegende Einhörner, Zauberer und feuerspeiende Drachen. Im Fantasy-Abenteuer Onward erwartet uns eine Welt voller Wunder. Mit Wesen, deren Magie allerdings erloschen ist und die jetzt in einer ganz normalen Kleinstadt leben. Das war für uns naheliegend, weil wir ebenfalls von magischen Dingen wie der Natur oder der Energie unserer Mitmenschen umgeben sind. So wie die Brüder Ian und Barley Lightfoot von einem quirligen Hausdrachen. Und der hält vor allem ihre Mutter Laurel gehörig auf Trab. Situationen mit exotischen Tieren, die auch deren deutsche Synchronstimme Annette Frier nur zu gut kennt. Wir haben wirklich einen Drachen zu Hause, der lebt im Zimmer von meiner Tochter. Und dieser Drache ist dafür verantwortlich, dass wir morgens alle aufwachen. Und mit dem werden morgens Gespräche geführt und jeden Morgen erneut verhandelt, warum Schule um 8 Uhr beginnt. Allerdings müssen die Teenager im Film ohne ihren Vater Wilden Lightfoot aufwachsen. Ich habe meinen Dad ebenfalls verloren, als ich jung war und war mit meinem Bruder in der gleichen Situation. Wir haben uns deshalb wie Ian und Barley oft gefragt, wie es wohl wäre, ihm einmal zu begegnen. Ein Wunsch, der für die zwei Elfen im Film jedenfalls in Erfüllung gehen könnte. Denn Wilden hat ihnen einen magischen Stab hinterlassen, mit dem man Verstorbene wieder zum Leben erwecken kann. Etwas, wovon Regisseur Dan Scanlon ganz sicher ebenfalls begeistert gewesen wäre. Das ist seine Geschichte. Das ist seine Geschichte mit seinem verstorbenen Vater, den er nie kennengelernt hat. Und wie er das als Kind erlebt hat mit seiner Mutter und wie er seine Mutter verehrt dafür, dass sie das so gewuppt hat mit seinem großen Bruder und ihm und der große Bruder, der dann eigentlich dieser Vaterersatz für ihn war. Doch bei der Ausführung der Magie geht etwas schief. Darum bekommen die Nachwuchszauberer ihren Vater nur zur Hälfte zurück. Mit einem Ergebnis, das auch die beiden Filmemacher ganz schön ins Schwitzen gebracht hat. Die Hose zum Leben zu erwecken, war eine der größten Herausforderungen des Films. Wir mussten dem Kleidungsstück nämlich auch Gefühle einhauchen, damit es das Publikum emotional berührt. Das war eine ziemlich anstrengende, aber trotzdem interessante Erfahrung. So wie für die beiden Brüder. Ian möchte seinen Vater nämlich unbedingt komplett zurückhaben und überredet deshalb Barley zu einem waghalsigen Abenteuer voller Gefahren und magischer Erlebnisse. Onward ist die Coming-of-Age-Story eines Teenagers, der seinen Vater verloren hat und herausfinden möchte, wer er war. Bei der sich zwei ungleiche Brüder durch gegenseitige Unterstützung langsam annähern. Aber auch eine emotionale Reise, die zum Nachdenken anregen soll, welche Menschen uns selbst im Leben nahestehen. Wir müssen gar keine Werbung machen für den Film, weil der so toll ist, dass es sich rumspricht. Onward. Keine halben Sachen. Jetzt im Kino.